Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Evolinks und zwar auf dem Steam Deck. Wir starten hier ein neues Abenteuer und los geht's. Süßigkeiten Weltall Schleim, das ist dieses Aktes Keim. Eine Erzählung von kühnen Helden, deren Herzen Mut vermelden. Okay, erster Akt. Welches Evoling willst du besitzen? Heilen? Abschirmen? Okay. Funkler, Bonbon oder Blob? Funkler kann heilen, abschirmen, Ohrfeige. Bonbon kann Sauerschlag, Zuckerschlag verteidigen. Sauerschlag, okay. Und ein Glibberhieb, ein Schleim kann Glibberhieb, Schleim und verteidigen. Ja. Ich nehme mal hier den Heiler hier. Schon gewusst, verschmelze drei gleiche Evolings in deinem Team für etwas Neues. Neuer Evopedia. So, du siehst, was Gegner planen, wenn du sie auswählst. Der will kratzen. Und wir machen eine Ohrfeige. Okay, wir können uns... Das ist doof. Sterbe da. Okay. Wir nehmen nicht den Heiler. Wir nehmen hier die Süßigkeit. Hier haben wir zumindest 5 Leben. Der hat jetzt nur 2. Schau an. Ja, wenn er nur 2 hat, haben wir jetzt gewonnen. Okay. Welches Evoling willst du entwickeln? Ja, nachdem wir nur das haben. Ein Schaden, eine Verteidigung und ein Leben dazu. Sehr gerne. So. Süßigkeit-Evolings sind stark gegen Dämonen, hassen aber Feuer. Zum Glück ist das ein Dämon, der macht 3 Schaden, hat 3 Leben, fügt 2 Schaden hinzu. Allerdings können wir hier 4 Schaden ihm zufügen. Also haben wir hier gewonnen. Und wir können hier ein zweites Evoling dazu nehmen. Da nehmen wir jetzt die Heilung dazu. Das nehme ich an, bedeutet Heilung, nachdem wir noch keinen Schaden genommen haben. Allerdings will ich hier dieses Fragezeichen wissen. Das gäbe es erst wieder hier hinten. Also, ja. Jetzt will ich noch ganz kurz. Alle Evolings wurden geheilt. Okay. Dann schauen wir uns mal das Fragezeichen an. Plötzlich fliegende Dolche. Oh, toll. Ich hätte was drücken sollen. Um nicht verletzt zu werden. Weiche den Dolchen aus, indem du die richtigen Tasten drückst, du wirst es lernen. Ja, toll, danke. So, wir haben jetzt hier 2. Die haben... Kann ich dem jetzt sagen, er soll heilen? Kann ich. Und dem kann ich sagen, der ist Feuer... verursacht 2 bei allen Feinden, aber bei Süßigkeit... Bei der Süßigkeit hier macht er 3 Schaden. Der killt mir gleich wieder meinen Heiler. Der hat nämlich 6 Leben. Schutzschild. Ja, wir... Daneben!
Oh, dafür haben wir jetzt kritisch getroffen. Ja, toll. Der ist aber gleich hinüber. Ja, ich kann nur das versuchen. Aha, und hier sehe ich, was ich schon entdeckt habe. In der Ruhmeshalle. Wir haben noch keinen Ruhm erlangt. Wir haben die Überreste eines früheren Abenteuers gefunden. Einen Gegenstand oder 19 dieser Dinge. Nehmen wir den Gegenstand. Ich weiß nicht, welchen Gegenstand. Auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt... den Schleim mal. Der hat zumindest 7 Leben. Schleim sind stark gegen Feuer. Sehr gut. Puh. Ja, und wir können ihn jetzt entwickeln. Na, zumindest ein Leben dazu. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Ein Heiler, bitte. Dann nehmen wir jetzt mal hier einen Kampf. Na toll, mit 4. Der macht 2 Schaden. Der macht 1 Schaden. Ja, okay. Und das ist der Gegenstand, den wir mitgenommen haben. Verwendungen 3 geht kaputt, wenn so oft genutzt. Bringt die Verstorbenen zurück. Oh, das ist ja auch cool. So, der macht jetzt noch leider einen Schaden. Aber wir können uns ja heilen. Und der macht Schaden. Okay. Wer soll Zuckerguss lernen? Süßigkeit. Erhöht vorübergehend den Angriff aller Süßigkeitverbündeten um 1. Aller Süßigkeit ver... Pff, nö. Wir haben keine Süßigkeitverbündeten. So. Der macht 3 und 2 Schaden. Der hier... macht nix. Oh Mann. Ach, okay. Klebrigkeit. 50% keine Aktion in dieser Runde. Wir könnten jetzt den wieder beleben. Er heilt ihn hier. Und er macht hier noch einen Hieb. Oh Mann. Das war's dann schon wieder. Oh, das ist schwierig. Ja, jetzt nehmen wir uns die Süßigkeiten hier. Wir starten wieder mit dem Schleim. Das passt noch. Das ist auch gut. Jeweils um 1 alles. Fügt 2 hinzu. Ja, geht leider nicht anders. Und jetzt nehmen wir uns mal die Süßigkeit dazu. Oh, fast. Oh, einen entwickeln, ihn hier, plus 2 Leben dazu. Der hat nur noch 3 und der hat noch 5. 2 bei allen Feinden,
3. Ja. Der macht zumindest... Das ist kacke schwer. Vor allem würde ich gerne wissen, was diese Zuckerdinger hier bedeuten sollen. Diese Donuts. Und ja, wie ich diese Währung quasi ausgeben kann. 4 Schaden, das reicht. Ich will den Heiler. Wir versuchen, Kämpfen so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Oh. Hitzewelle. Der kann besser heilen. Kratzen fügt 5 hinzu. Okay. Und 3 Leben dazu. Nehmen wir ihn hier. So. Der hat 8 Leben. Wir können hier mal 4 gleich wegmachen. Und nochmal 5. Also alles kein Problem. Der wird entwickelt. Wie willst du dein Team entwickeln? Alle einen Schaden dazu. So, der macht jetzt schon 6 Schaden. Dieser auch. So, jetzt kommen wir... Ah, und hier können wir wahrscheinlich dann einkaufen. Das versuchen wir mal. Dann nehmen wir den noch hinzu. Ah ja, und jetzt können wir was kaufen. Bringt Glück. Ein Gegenstand, okay. Fügt einem zufälligen Gegner bei der Heilung vom Verbündeten Schaden zu. Das können wir uns nicht leisten. Jede 5. Aktion verursacht 3-fachen Schaden. Der gesamte Schaden wird auf deinen Evoling umgeleitet. Oh, nö. Fängt einem ein Basis-Evoling. Moment. Die haben eine Farbe, eine gewisse? Heißt das, ich habe jetzt nur grüne? Nö. Nö, nö. Okay. Oh, jetzt haben wir schon 4 hier. Okay. 10 und 8. Da zahlt es sich fast schon aus. Es hat keiner irgendwas verloren. Also... vier Schaden. Und wenn ich hier 3 Schilde habe, dann dürfte der eigentlich nur einen Schaden machen. Und der hier 2. Das heißt 3 Schaden. Wenn ich jetzt hier auf Abschirmen gehe und mich selber abschirme, dann dürfte dieser hier eigentlich keinen Schaden nehmen, diese Runde. Okay. Der hat jetzt keinen Schaden bekommen. Ja, wir brauchen Heilung. Zocken wir? Naja, zocken wir halt. Oh.
Ich wurde verletzt. Sehr schön. Aber wir haben was dazu bekommen. Spielen wir nochmal. Ja, toll. Okay, spielen wir nicht mehr. Wir können im Spielautomaten Evolinks gewinnen, die es sonst nirgends gibt. Der erste Akt geht eigentlich noch richtig lang. Und bis zur nächsten Heilung, ja, dauert es auch noch viel zu lang. Drei bei allen Feinden. Der muss auf jeden Fall jetzt mal heilen. Die haben alle nur noch ein Leben. Das war jetzt eher doof. 3 und 5. So, ja, und jetzt passt's. Ich hätte heilen sollen vorher. Oh, wir haben einen Evoling dazu bekommen. Okay, der macht bei allen Feinden Schaden, fügt 4 Schaden zu, 2 bei allen, 2 bei allen. Der muss sich jetzt erstmal selbst heilen. Böller, 5 bei 2 zufälligen oder 15 bei allen Feinden und zerstört sich dann selbst. Oh, wir bekommen wieder einen dazu. Dann nehmen wir doch den Schleim jetzt dazu. Oh, jetzt haben wir schon viele, viele. So. Okay, der heilt. Fügt 4 hinzu, fügt 3 hinzu. Auf jeden Fall machen wir mal 3 bei allen Feinden. Und der heilt jetzt erstmal ihn hier. Okay, die heilen alle. Das ist sehr okay. So. Jetzt sind wir mal den Dolchen ausgewichen. Okay. Der macht nicht viel Schaden. Trotzdem. Auf jeden Fall gleich mal heilen. Und zwar ihn hier. Wir kämpfen. Boah. 22 Schaden. Ja, geht sich aus. Okay, die sollen alle etwas länger überleben, wenn es geht. Hm. 10, 11 und 12. So, der darf auch mal.
Ach so, der durfte schon. Puh. Okay, das ist egal. Plus 2 Leben. Da bin ich doch. Versucht, den zu nehmen. Okay. So. Er muss wieder heilen. Kratzen. So. Der. Was machen die? Der heilt, der heilt. Okay. Der macht 4 Schaden bei ihm hier. Das heißt 2 Schaden. Sollten das sein? Hier jeweils 2 bei allen Verbündeten. Der macht 2 Schaden. So, dann sollte eigentlich... Okay. Nichts passieren. Jetzt können wir wieder einkaufen. 10% ausweichen für alle Verbündeten. Dauerhaft plus 3 auf Ausweichen. Einmal pro Kampf pro Evoling. Sicher zusätzliches 50% aus Kämpfen. Gib deinem Evoling alle Kekse, um zu erhöhen. Ein Keks für jeden gewonnenen Kampf. Geblockter Schaden wird reflektiert. Verbündete heilen 20% des verursachten Schadens. Okay. Das geht sich ja natürlich dann nicht mehr aus. Okay. Dann werden wir jetzt doch einen entwickeln. Vielleicht heilt er dann auch mehr. Schauen wir mal. Genau, heilt jetzt um 4. Sehr gut. Der hat 39. Ach, 2. Mann, mein armer Heiler. Der wäre jetzt schon so gut geworden. Wir holen uns einen Heiler. Okay. Wir müssen schauen, dass wir so viel Schaden bei allen wie möglich machen. Der hier heilt hoffentlich, genau. Dann haben wir noch 2 und 1. Das heißt, das ist egal. Es geht sich auf jeden Fall aus. Perfekt. Oh, wer soll Schildschlag lernen? Okay. So, der heilt. 6 Schaden, 3 Schaden bei allen, 3 Schaden bei allen, der heilt. Okay, wir versuchen das Ganze so zu lösen. Drei. Oh, noch besser. Okay. Perfekt. So, und wir haben es jetzt tatsächlich so weit geschafft, zum ersten Boss zu gelangen. 122. 122.
Wow, das nenne ich mal kritisch. 18. So, er nutzt Verteidigen. Was macht er als Nächster? 17 Schaden und verringert die Kraft um 1. 17 Schaden. Ja, was soll ich dagegen machen? 17 Schaden, das hält niemand aus. Das heißt, ich kann... Der kann einen Schutzschild mit 6 machen. 1. Also 7. Das wären 11. 13. Okay, wir versuchen das jetzt mal. Der? Wie? Ach, der hat's auf sich selbst gecastet. Okay, das heißt, der würde 11 blocken. Und das heißt, noch 6 Schaden. Das ist, ihm würden 2 bleiben. Jetzt würden ihm 4 bleiben. Ja toll, doch nicht. Das nächste, Blutegel. 15 Gift bei allen Feinden. Ja, ich fürchte, dass... Das wär's gewesen. Oh. Der Naschereien Süße mildert die Wut, der Schleim verklebt Feinde und das ziemlich gut. Die Weite des Alls, so kalt und unendlich, lenkt ab alle Feinde letztendlich verständlich. Und wir haben neue Evolings freigeschaltet. Oh, das ist richtig gut. Einmal pro Zug erhalten Verbündete Dämon-Evolings 2 Aktionen. Das ist passiv. Der hat 96. Macht 18 Schaden, genau. Aber er hat jetzt zwei Aktionen, das ist richtig cool. Der hier... Der ist verklebt. Darf zweimal... Trotzdem immer noch. Was macht der? Erfrischt einen erschöpften Verbündeten. Auffrischen. Was macht sie jetzt? Nochmal auffrischen. Und Ohrfeige gegen Blob. Toll. Der arme Blob. Boah, okay. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Run ist hiermit zu Ende.
Ja. Und hier ist nochmal ein Replay. Au. Und in der Evopedia sehen wir haben schon ein paar freigeschaltet. In der Ruhmeshalle ist immer noch nichts, weil wir nichts. Moment, ich will jetzt nur. Sehr schön. Randstil. Wenn ich ein neues Abenteuer starte, nehme ich mir ein paar Gegenstände gleich mit und wir bekommen neue Evolings. Hier zum Beispiel. Verleiht 2 Verteidigung. Das ist sehr cool. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.